Wir werden jetzt in unsere Social-Media-Thematik noch eine weitere Komponente einbauen. Und die heißt, ihr entscheidet am Mittwoch, wir wählen am 14.03. Nämlich der Politik klarzumachen, wenn ihr nicht für die Öffnung entscheidet, dann werden wir euch nicht wählen. Und da geht es um Macht. Und Politiker haben vor nichts mehr Angst, als Macht zu verlieren. Und wir haben in zwei wichtigen Bundesländern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, in knapp 2 Wochen Wahlen. Und das Thema, da haben die echt Schiss vor. Und jeder von uns und unsere Kunden sind neben Konsumenten und Mitarbeiter eben auch Wähler. Und in beiden Bundesländern ist das gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das heißt, 5.000 oder 10.000 Leute, die in die andere Richtung wählen, die können die Wahl jetzt drehen. Und das bringt uns aber nichts, wenn man es danach macht und dann schmiert einer ab und man sagt dem dann, hätt's mal vorher überlegt, sondern es muss jetzt, heute und morgen passieren, dass die Leute sagen, dieses Mal, wenn ich wieder irgendwas entscheide, was keiner nachvollziehen kann, dann komme ich dann nicht mit heiler Haut davon. Dann trifft es mich und dann muss ich mich nachher auch nicht beschweren. Ich habe heute selber mit zwei Ministerpräsidenten nochmal ein persönliches Telefonat. Andere aus der CEO daran auch. Also ich denke mal, mehr als die Hälfte der Ministerpräsidenten werden heute noch in persönlichen Gesprächen mit uns sein. Und dort werden wir das auch sehr klar machen. Und zwar, die können es gerne als Drohung nehmen. Ich sage immer, es ist keine Drohung, vielleicht auch eine Drohung. Es ist, ihr habt hier Leute mit dem Rücken zur Wand gestellt. Und dann müsst ihr irgendwann auch damit rechnen, dass auch mit dieser Vehemenz gekämpft wird. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, ihr fordert Dinge ein und liefert nicht und kriegt sich auf die Kette und wir dürfen immer dafür bluten, weil ihr es nicht schnell genug auf die Kette kriegt. Das sind wir nicht mehr bereit zu akzeptieren. Dieses Mal nehmen wir euch mit in die Verantwortung und zwar so, dass es richtig, richtig wehtut.